bei Schalke bleiben oder zurück nach Frankreich zu Paris kehren. Und so ist Stefan also hier und weiß nicht, ob er wechseln oder bleiben soll. Man könnte zwar in gewisser Art und Weise die Situation des jungen Stefan verstehen, aber auch er muss verstehen, dass natürlich einiges dazugehört, so eine Leier einfach mal abzubrechen. Dieser Verein muss sich aber natürlich auch erstmal finden lassen und bis dahin ist erstmal ganz klar, Stefan wird bei den Schalkern bleiben. Gefallen tut ihnen das nicht wirklich, aber auf der anderen Seite gehört es eben nun mal zum Fußballbusiness dazu, dass solche Sachen eben meist nicht hinter verschlossenen Türen bleiben. Gamer Brother, und was der dem guten Stefan zu sagen hatte, da schauen wir jetzt mal rein. Hör mal zu, Stefan, du musst erstmal Leistung bringen. Du musst dich jetzt mal hier reinknien. Wir, der FC Schalke. Wir sind auf einem guten Weg. Und du, Stefan, du bist mein Mann. Oh, hallo Stefan. Also mit dir habe ich definitiv nicht gerade gerechnet. Also das kommt ein bisschen überraschend. Eigentlich wollte ich gerade an den PC, um die neueste Folge der Spielerkarriere zu schneiden. Passt ja auch ganz gut, dass ich dich hier treffe. Aber was machst denn du da gerade überhaupt? Okay, Opera GX, und was ist das genau? Also wenn das, was du mir gesagt hast, jetzt genauso stimmt, dann muss ich mir das auch auf jeden Fall runterladen. Die heutige Folge der FIFA 20 Spielerkarriere wird euch präsentiert von Opera GX. Bei Opera GX handelt es sich um den weltweit allerersten Gaming-Browser, welcher auch speziell für die Gaming-Community entwickelt wurde. Und so lassen sich auch unzählige Features für den Gamer im Browser vorfinden. Eins von vielen Beispielen wäre die GX Corner. Dort erhaltet ihr Nachrichten über die besten Deals, anstehende Releases und eben auch Breaking News aus der Gaming-Welt. Und das Praktische ist, das alles findet ihr an einem Ort. Außerdem könnt ihr zwischen den Plattformen wechseln und euch anstehende Spiele im Release-Kalender anschauen. Für die aktiven Stream-Zuschauer unter euch gibt es ebenfalls eine Twitch-Integration. Mit dieser könnt ihr euch nämlich hier ganz einfach über die Seitenleiste des Browsers in euer Twitch-Konto einloggen und bekommt dort eben immer Benachrichtigungen, wenn ein Streamer live gehen sollte. Genauso geht das Ganze aber auch mit WhatsApp Web, Discord, Telegram oder auch den Facebook Messenger. Und falls euch die Farben oder die Hintergründe nicht gefallen sollten, dann könnt ihr die natürlich auch nach euren Belieben bearbeiten und personalisieren. Ihr seid gerade mal wieder eine neue Folge der Spielerkarriere am gucken, aber wollt noch nebenbei im Internet surfen? Mit Opera GX gar kein Problem, einfach das Video von der YouTube-Seite lösen und auf einer anderen Internetseite dann weiter gucken. Was für Streamer oder Leute, die beim PC zocken, nebenbei auch gerne im Internet surfen, ebenfalls sehr nützlich sein könnte, das ist das GX Control Panel. So könnt ihr also mit dem Panel nicht nur unter anderem die CPU- und RAM-Nutzung von Opera GX vollkommen frei bearbeiten und limitieren, sondern könnt auch bestimmen, wie viel Opera GX überhaupt von eurer Internetleitung verbrauchen soll, um so eben eine bessere Performance beispielsweise beim Online-Spielen oder Streamen zu haben. Hat euch das Ganze überzeugt? Dann ladet euch doch jetzt gerne Opera GX runter über den ersten Link in der Beschreibung und das Ganze natürlich vollkommen kostenlos. Und für die Handy-Zuschauer unter euch da draußen, die können ebenfalls auf den Link klicken, auf der Website ihre E-Mail angeben und bekommen dann ganz entspannt den Download-Link für Opera GX auf ihre E-Mail gesendet. Kommen wir dann jetzt aber auch mal zur richtigen Storyline für die heutige Folge der Spielerkarriere. Neues Jahr, neues Glück. Genau das dachte sich Stefan zum Beginn des neuen Jahres 2021. Auf 2020 kann er definitiv mit einem Lächeln zurückblicken, denn es war ein extrem erfolgreiches Jahr. Unter anderem auf der einen Seite natürlich der Aufstieg mit seinem Heimatverein, dem Paris FC, in die erste französische Liga, der Wechsel zu Paris Saint-Germain und jetzt also die Leihe zu Schalke, wo er sich prächtig entwickelt hat. Eine extrem persönliche, wichtige Sache stand aber für den jungen Stefan ebenfalls noch an, und zwar zum Beginn von 2021 wurde er am 5.1. endlich 18 Jahre alt. Weg von seiner Heimat und auf der einen Seite natürlich auch in der Winterpause im Trainingslager mit dem FC Schalke 04 konnte er seinen 18. Geburtstag erst einmal zumindest nicht großartig feiern, aber hatte zumindest, was seinen 18. Geburtstag angeht, eine Sache im Kopf. Und zwar, dass Stefan jetzt endlich alleine Auto fahren darf. Den Führerschein hat er schon gemacht und jetzt gilt es also, sein erstes Auto abzuholen.
Und ich weiß ja nicht, wer von euch Zuschauern da draußen sich noch an die Umfrage erinnern kann, in der es darum ging, ob Stefan sich ein erstes Auto holen soll oder eben auf der anderen Seite ein Motorrad, passenderweise dazu, dass er vorher schon Motorroller gefahren ist, und ihr seht das Umfrageergebnis jetzt eingeblendet. Es war eine extrem eindeutige Kiste von 16.000 Stimmen, waren über 12.000 von euch Zuschauern da draußen dafür, dass Stefan sich das Auto holte für eben über 200.000 Euro. Viel zur Karre selber muss man, denke ich mal, nicht sagen, die hatten wir uns schon vorher angeguckt. Ihr habt das Ganze eben entschieden und Stefane gönnt ihn sich jetzt also, den orangenen Lamborghini, in dem Fall für 200.000 Öcken. Das ist natürlich einiges an Geld, aber man muss sich natürlich auch was gönnen. Stefan hat eben auch einiges an Geld zusammengespart, trägt jetzt nicht unbedingt nur Gucci-Klamotten und steigt jetzt also in sein erstes eigenes Auto ein und fährt los. Servus YouTube und herzlich willkommen hier zur 12. Folge unserer FIFA 20 Spielerkarriere. Wir legen die heutige Folge direkt mal mit einem absoluten Banger los, denn Schalke war in der Wintertransferphase aktiv und hat am 01.01. eine Rückholaktion beschlossen. Der 32-jährige Mesut Özil kehrt also zurück zu Schalke. Ob der liebe Mesut Abi jetzt aber genau das fehlende Puzzleteil sein wird, um eben ins europäische Geschäft einzusteigen, diese Frage wird sich noch beantworten. Der Kampf ist extrem eng. Ihr seht schon, von Platz 6 bis Platz 12, das sind gerade mal 4 Punkte Abstand. Das heißt, hier in der Bundesliga, vor allen Dingen im Kampf um die Europa League, ist noch gar nichts entschieden. Für die heutige Episode haben wir vor allen Dingen Spiele vor der Brust, die wir unbedingt gewinnen müssen. In der Liga gegen den HSV und gegen den FC Augsburg und dazu dann auch noch im nächsten Monat die nächste Pokalrunde, und da ist Hoffenheim unser Gegner. Und dann würde ich sagen, verlieren wir auch gar nicht so viele Worte, fackeln gar nicht lange rum. Ihr vergesst natürlich auch nicht, noch einen Daumen nach oben auf die heutige Folge dazulassen, würde mich extrem freuen, und natürlich auch abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen, um in der Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und jetzt fokussieren wir uns also voll aufs erste Spiel für die heutige Folge. Bekannt ist der Gegner ja bereits, es ist der Verein aus unserer Trainerkarriere, es ist der HSV, und der Trainer verlangt von uns für die kommenden 3 Spiele die folgenden Sachen. Und ich denke mal, das ist für Mbaye definitiv machbar. Wir gehen jetzt also rein ins erste Spiel der heutigen Folge, auswärts bei den Hanseaten. Geht es für uns also ran, und dann sehen wir uns gleich im Volksparkstadion wieder. Warte mal, seht ihr da gerade auch Rudi in der Innenverteidigung? Oh Mann, lieber David Wagner, ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast, aber Sané auf der 6er Position, okay, die kann er sogar theoretisch spielen, aber Rudi in der Innenverteidigung, also der hat mal Rechtsverteidiger gespielt. Ja gut, vielleicht will da auch nicht jemand, dass wir in die Europa League kommen. Aber wir lassen uns davon einfach mal nicht beirren. Mesut Abi leider Gottes nur auf der Bank. Ich bin aber gespannt und hoffe, dass er auch in der Zukunft seine Einsätze bekommen wird. Von der 82er Gesamtstärke her ist er auch einer der Besten in unserem Kader. Also wäre schon komisch, wenn man ihn holt für so viel Geld und da nicht einsetzt. Aber wenn wir jetzt sehen, wir gehen rein in die Partie. Und ihr kennt das Spielchen natürlich. Sehen uns wie immer in der ersten Szene wieder. Schöner Ball für Mbaye. Der setzt sich durch mit seinem Tempo. Stefan Mbaye! 4. Minute, 1:0 für Schalke. Und das geht viel zu einfach. Und da ist Stefan mit seinem ersten Treffer für heute. Der Ball in die Spitze rein. Überraschend, dass er überhaupt ankommt. Ich hätte niemals damit gerechnet. Und der Ball sitzt natürlich auch ganz stark. Wir steigern uns immer mehr von unseren Stürmerqualitäten. Sind einfach viel eiskalter vor dem Tor, als es noch in den vergangenen Zeiten der Fall war. Das war ja eigentlich immer unser größtes Problem, dass wir einfach nicht eiskalt genug vorm Tor waren. Und jetzt schon der 13. Treffer in der Bundesliga. Oh, stark. Gott, der Ball kommt vom Gegner, Nein, oh mein Gott, Alter, da wäre fast das zweite Tor gewesen. Ich war vollkommen irritiert, weil ich eigentlich dachte, der Ball kommt von unserem Teamkollegen. Aber nein, kam er nicht. Mann, ey, das gibt's nicht. Schade. Oh, Flanke in die Mitte und der Kopfball. Oh mein Gott, am Tor vorbei. Puh, das war eng. Das war wirklich eng. Und so ein Jatta wird schon mit Kopfbällen gefährlich. Da merkt man schon einfach, Rudi ist in der Innenverteidigung. Leute, ich will jetzt mal eine Sache probieren. Ich habe es in den Kommentaren gelesen, so ein bisschen in Bezug darauf, weil wir natürlich mit Mbaye jetzt hier in der Bundesliga bei Schalke doch schon ziemlich ganz schön am Rasieren sind. Und zwar wollen wir mal die Pro-Kamera probieren. Früher war es, glaube ich, in der Spielerkarriere eigentlich Alltag, in dieser Kameraperspektive zu spielen. Hat sich mit der Zeit ein bisschen
bisschen geändert, aber jetzt wollen wir das Ganze mal ausprobieren, eben so richtig aus der Perspektive von Stefan Mbaye das Ganze zu erleben. Ich bin gespannt, es wird wahrscheinlich eine absolute Challenge werden, aber auf die habe ich Bock. Ungewohnt, es ist definitiv ungewohnt. Flanke in die Mitte, oh Gott, jetzt muss ich mich echt voll daran gewöhnen erstmal. Ja, hier der Ball. Es ist echt eine komplett andere Welt, Leute. Oh Gott. Das ist wirklich komplett anders. Holy shit. Wie soll ich das machen? Das ist echt unmöglich. Oh Gott, oh Gott. Ball in die Mitte. Oh, Nübel mit einer ganz starken Parade. Oh, was ist das für eine Kameraperspektive? Und wieder Nübel. Oh mein Gott, ey. Das war ganz, ganz stark von Nübel gemacht. Muss ich auch mal wirklich sagen an der Stelle. Normalerweise macht der sowas nicht, aber das war wirklich bombenstark. Oh. Ach, der ist reingegangen. Nein. Kind Zombie, mein Ehrenbruder aus der Hamburg-Karriere. Warum machst du so mit mir? Och nee, hör auf. Das ist, oh nee, das, nee, nee. Das schmerzt. Das schmerzt ganz schön. Aus einer Kontersituation heraus. Hildero hat vorne den Ball verloren und dann, oh, Kind Zombie, was ein Schuss. Also, wenn der so Dinge an der HSV-Karriere mal macht, öfters macht, dann hätte ich auf jeden Fall auch nichts dagegen. Ja, da kann Nübel, sieht natürlich nicht gut aus in der Szene, aber kann wenig machen. Muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt durchkommen, durch die Lücke, ganz, ganz stark gemacht, Mbaye, erstes Tor vielleicht so, erstes Tor vielleicht auf diese Art und Weise, come on, Alter, 42. Minute und da ist Stefan Mbaye, ganz, ganz stark gemacht, ich gewöhne mich immer mehr und mehr an diese Kameraperspektive hier und an der Stelle auch nochmal ein Top-Kommentar aus der letzten Folge, es ging um Umfragen, Spielerkarriere ohne Umfrage, natürlich ein bisschen blöd. Und deswegen werden wir das Ganze über Strawpoll machen. Ihr werdet in den Kommentaren eben den Strawpolling finden. Like den Kommentar auch gerne, damit er eben hochgerankt wird und die Leute das Ganze sehen können. Ihr findet aber das Ganze auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Auf der Seite Strawpoll könnt ihr eben abstimmen, ob wir eben öfters mal mit dieser Pro-Ansicht spielen sollen, weil es natürlich auch ein bisschen anders, schwerer ist. Oder eben wieder zurück zum Standard. Da könnt ihr gerne abstimmen. Link dazu in der Beschreibung und eben auch als Kommentar. Und ja, genau. Oh, 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 Nübel, bitte nein! Was abseits? Oh, es war abseits, zum Glück. Jonathan David? Hat Schalke Jonathan David geholt? Was zum Teufel? Das ist ja noch viel besser als Mesut Abi. Eines der Top-Talente aus Kanada, Jonathan David. Also Schalke hat hier scheinbar, also, im Abgang und so, muss ja auch scheinbar hier nicht sein, wenn die so Transfers machen. Ist ja echt wild. Oh oh, oh oh, Kittel, Kittel, Tor. Schlecht, einfach schlecht, einfach schlecht. Und ich muss echt sagen, diese Kameraperspektive, wenn wir verteidigen, fuckt mich auch mega ab. Also, das ist ja so dämlich geführt, Alter. Natürlich, auf der einen Seite muss man auch irgendwo seinen Spieler immer noch erkennen können. Aber das ist so eine Vogelperspektive mäßig, so man erkennt ja teilweise gar nichts. So in dem Fall schon. Aber beispielsweise beim Kind-Zombie-Tor war es extrem schwer. Und verteidigt war das natürlich wie immer, also unerwartet in dem Fall, katastrophal. Ey, nein, 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 nein! Digga, bin raus! Ich will doch aufhören, das reicht! Das ist schon wieder zu viel, ist gut! Leute, ich bin raus! Haut rein! Digga, was war das denn bitte von Nastasic, Digga? Hat der gesoffen vom Spiel oder warum trifft er den Ball nicht? Hey, das kannst du doch keinem Menschen erzählen! Das war letzte Folge schon, so haben Sunny und Nastasic am Ball vorbeigeköpft. Und jetzt wieder Nastasic. Junge, sauf mal weniger vorm Spiel, Alter. Weniger Wodka. Mehr spielen. Mehr Kopfbälle treffen. Übt mal vielleicht im Training hier. Meine Fresse, Alter. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Also, es beginnt mal wieder so katastrophal, wie es eigentlich hätte beginnen können. Nur, also, 3-2 Niederlage. Und du verlierst am Ende, weil Rudi eine Innenverteidigung spielt und gefühlt da nichts verloren hat. Und auf der anderen Seite hat Nastasic einfach gefühlt 4,0 Promille jedes Spiel. Der trifft einfach keinen Kopfball. Ist der Wahnsinn. Digga, 1,90 groß. Wofür bitte? Wofür, wenn du keinen Kopfball triffst? Ey, wofür bist du überhaupt Innenverteidiger? Was soll man noch großartig zu Schalke sagen? Also, wenn man wirklich Schalke in einer Szene, in einem Spiel, wie man es auch immer sagen müsste, beschreiben müsste, dann wäre das auf jeden Fall das Spiel gegen Hamburg. Und dann wäre das auf jeden Fall dieses 3:2, wie Nastasic einfach am Ball vorbeiköpft. Für die nächste Partie werden wir die Kamera wieder umstellen, aber dann wiederum auch für die Partie danach im Pokal gegen Hoffenheim, dann aber wirklich 90 Minuten lang mit der Pro-Kamera. Werden wir auf jeden Fall
mal sehen, damit ihr auch nochmal quasi so den direkten Vergleich habt, wie ich dann ebenso mit den beiden Perspektiven spiele. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein. Augsburg, der Gegner. Wir müssen gewinnen, Jungs. Felddienst Arena, Rudi in der Innenverteidigung, Nastasic daneben. Ich habe keinen Bock, aber wir gehen trotzdem rein. So, Hawal, David Wagner, egal wer, einfach gar nicht reden, einfach reingehen, einfach gewinnen und die Schnauze halten. So ist hier das Motto jetzt. Schön weitergeleitet, Doppelpass, Amber, yeah! Pfosten. Och, Mann! Konter, komm, 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 Stefan, komm, Stefan. Ich bin komplett auf mich allein gestellt, es ist mir scheißegal, Junge, komm! Renn um dein Leben, Junge! Jetzt müssen wir irgendwas machen. In die Mitte ziehen, ja, und Tor! Tor, Junge, so muss ein Konter aussehen! Verdammt hier! 25. Minute alleine. Mir doch egal, ob da irgendjemand mitläuft. Ich würde ihm nicht mal den Ball abspielen. Ist mir egal. Rein in die Mitte, vorbei am Verteidiger. Torwart kann nichts machen. Der Hitz oder wer das auch immer da ist, im Augsburger Kasten. Ist hier komplett Wumpe. So kann er nichts machen. Alles im Tor. Und wir führen 1-0. So, so muss das sein. Schöner Doppelpass. Ball landet bei Sildero. Tor! Oh Gott! Die Schalke-Spieler können doch alleine Tore machen, ohne Stefan Mbaye. Ich bin begeistert. 39. Minute. 2-0 für Schalke. Kralov ist der Torschütze. War ein bisschen Kuddelmuddel, bisschen Tobago, aber trotz alledem kann man, glaube ich, damit zufrieden sein. Also hier kommt der Ball irgendwie zu Sildero. Der macht dann irgendeine Scheiße. Keine Ahnung, wollte er da irgendwie Volley nehmen. Ball landet am Ende bei Kralov und der macht es dann schon ganz schön souverän. Also kann man machen. Das ist vielleicht sein viertes Tor in der Liga oder so. Wir stehen bei 15. Aber sein Verziehen, weil wenn man halt so einen guten Teamkollegen hat, dann leidet man natürlich auch ein bisschen drunter. Ja, aber nur das zweite Tor, sage ich doch. Hoffen wir aber einfach mal, dass die Schalker es auch ohne uns schaffen. Der Trainer wechselt direkt zweimal aus, uns ebenfalls, genauso wie Harloff. Die beiden Stürmer werden also rausgenommen. Natürlich geschont fürs kommende Spiel im Pokal, das steht ja auch schon in ein paar Tagen an, gegen Hoffenheim. Extrem wichtig, denn es ist das Viertelfinale und so viele Runden stehen danach gar nicht mehr an. Und das heißt natürlich, den besten Spieler muss man dafür natürlich auch ein bisschen schonen. So, dann können wir jetzt also auch weitermachen. Transfer Deadline Day steht vor uns, aber großartig etwas vor haben wir da natürlich nicht. Warte mal. Ich glaube, das ist mein Handy. Warte mal, ganz kurz. Ganz, ganz kurz jetzt, bevor ich rangehe. Warum zum Teufel ist die Schalke-Hymne mein Klingelton? Ja, hallo? Ja, Stefan kenne ich, aber ich bin nicht sein Berater. Also, ich bin ganz gut mit ihm befreundet und arbeite auch noch nebenbei als sein Videosklave. Neues Angebot? Aber jetzt nicht für den Winter, oder? Doch, für den Winter. Okay. Ein Verein hat sich also doch gefunden, der die Ablösesumme zahlt, um Stefan da rauszuholen. Klingt auf jeden Fall interessant. Aber hat man doch irgendwie schon, weiß ich nicht, ein erstes Angebot oder so vorliegen? Weiß man, welcher Verein das ist? Ach, das ist nicht nur ein Verein. Okay. Also, da scheint ja noch ordentlich was zu passieren. Es ist doch heute schon der 31. Wie soll denn das alles noch klappen? Oha, Leute. Das sieht auf alle Fälle richtig, richtig, richtig interessant aus.